hier ist eine Fliege in meinem Zimmer. Ich habe vor einigen Tagen ein Video gemacht zum Thema, wie man ein perfektes Schuljahr hat und auch Tipps für ein perfektes Schuljahr. Und da war mein erster und wichtigster Punkt, ein Ordnungssystem zu haben. Das heißt, zu wissen, wie man sich in der Schule organisiert, wie man Notizen macht, welche Hefte oder Ordner man hat und so weiter. Und ich dachte mir, in diesem Video zeige ich mal mit euch mein Schulsystem für dieses Schuljahr. Ich komme jetzt übrigens in die 10. Klasse eines Gymnasiums, nur so zur Orientierung. Und ich würde sagen, ich fange direkt mal an mit meinem Schulsystem. Übrigens habe ich mein Video in Timestamps aufgeteilt. Das heißt, du kannst hier in der Infobox mal angucken, was dich vielleicht interessiert und dann noch so hin und her springen. Oder du guckst dir das ganze Video an, was natürlich auch sehr, sehr cool wäre. Aber jetzt viel Spaß beim Video. Wenn ihr mich schon etwas länger verfolgt, dann wisst ihr auch, dass ich eigentlich immer so ein Bullet Journal generell zum Planen meines Lebens verwendet habe. Und ich habe da eigentlich wirklich alles in meinem Leben da reingeschrieben, aber ich habe mich jetzt vor einigen Wochen umentschieden und bin jetzt auf den Schluss gekommen, dass Digitalplan für mich viel besser funktioniert und daher plane ich jetzt alles in meinem Leben eigentlich digital auf meinem Laptop bzw. auf meinem Handy. Aber das geht bei mir in der Schule nicht, einfach aus dem Grund, da wir bei uns in der Schule nichts Digitales benutzen dürfen, generell nicht auf dem ganzen Gelände. Wir dürfen weder Handy noch Laptop irgendwas benutzen, was halt echt blöd ist, wenn man digital planen möchte. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, dass ich einfach meinen Bullet Journal beibehalte, aber nur für den ganzen schulischen Kram. Und einfach weiterhin eine Wochenübersicht habe, ich zeige das mal ganz kurz. Weiterhin einfach eine Wochenübersicht habe, wo ich auch so Hausaufgaben und irgendwie Arbeiten reinschreiben kann. Aber ein eigentliches Planen findet jetzt halt digital statt. Aber ich denke, das ist generell sowieso besser, wenn man irgendwie Schule von Freizeit oder Job, Nebenjob, alles irgendwie ein bisschen trennt. Und deswegen bin ich froh, dass ich jetzt so einen extra Platz für meine ganzen Schulsachen habe und sonst alles andere digital plane. Ich habe es letztes Jahr so gemacht, dass ich für jedes Fach einen anderen Hefte hatte und ich habe mir jetzt in den Sommerferien alle Hefte auch vorgenommen und habe so ein bisschen aussortiert und umgeräumt und so weiter. Und ich habe einfach einige Sachen, die ich behalten wollte, wie zum Beispiel irgendwelche Grammatiksachen oder irgendwelche Formeln, die ich behalten wollte, die habe ich ausgeheftet und die anderen Sachen habe ich in einen großen Ordner weggeheftet, auf der halt draufsteht so 9. Klasse, weil ich in der 9. Klasse war, jetzt komme ich in die 10., wie gesagt, und einfach ein paar Sachen behalten und diese paar Sachen in meine neuen Hefte geheftet. Ich habe auch einige Hefte behalten, die jetzt noch ganz okay waren. Ansonsten habe ich mir auch einige neue Hefte gekauft. Und ich mache es dieses Jahr wieder so, dass ich für jedes Fach einen anderen Hefte habe. Für meine Hauptfächer habe ich aber so Ringordner. Also ich habe für Mathe, Deutsch, Englisch, Spanisch und Wirtschaft etwas größere Hefte, damit ich die auch noch besser unterteilen kann. Ansonsten habe ich aber kein Ordnersystem, sondern habe einfach ein Hefter-System, weil ich persönlich einfach finde, dass wenn ich alles in einen großen Ordner einheften würde, dass es einfach für mich zu schwer ist, da ich meistens so 6 Fächer in einem Tag habe ungefähr und ich dann sehr, sehr viel mitschleppen müsste, was ich eigentlich gar nicht brauche, was ja irgendwie unlogisch ist und außerdem würde diese Hefte wahrscheinlich nie in meine Tasche reinpassen, deswegen mache ich das mit Heftern, erstmal zumindest. Wenn ich vielleicht in der Oberstufe etwas weniger Fächer habe oder mein Stundenplan anders ist, dann werde ich es mir neu überlegen, aber dieses Jahr macht es für mich oder ergibt es für mich einfach mehr Sinn, für jedes Fach einen eigenen Hefter zu haben. Und deswegen habe ich, wie gesagt, noch ein paar neue Hefte gekauft, aber auch nicht so viele, da ich vielleicht auch behalten habe, weil die noch ganz okay waren. Falls ihr aber so einen kleinen Back-to-School-Haul von mir sehen wollt, könnt ihr sie gerne meinen Vlog angucken, denn ich habe vor einigen Wochen, glaube ich sogar, Wochen einen produktiven Vlog gedreht und habe da auch einen kleinen Back-to-School-Haul gemacht. Er wird vielleicht ein bisschen enttäuschend sein, da ich echt wenig gekauft habe, aber der Vlog ist in der Infobox verlinkt, also falls dich das interessiert, schaut da gerne vorbei. Warum ist mein Kissen eigentlich so komisch? Hä? So. Dann habe ich bei einigen Fächern eine Unterteilung gemacht. Zum Beispiel bei Sprachen habe ich es aufgeteilt in Grammatik, dann Aufgaben und Vokabeln. Um einfach so eine Übersicht zu haben, wenn ich irgendwas nachschlagen möchte, weiß ich, aha, ich gehe jetzt auf die Grammatikseite oder ich gehe zu den Vokabeln. Ansonsten ist es auch sehr cool, weil ich meine Grammatik-Sachen eigentlich immer behalte, aber meine Aufgaben und meine Vokabeln meistens wegschmeiße nach einer Zeit oder halt abhefte. Aber meine Grammatik behalte ich eigentlich immer und ich habe immer noch die Grammatik von der 7. Klasse drin. Einfach um nachzuschlagen, falls ich irgendwas wissen möchte in der spanischen Grammatik, dann habe ich das immer da, ja. Ein Tipp von mir für euch wäre auch noch ein Inhaltsverzeichnis anzulegen, das habe ich jetzt persönlich nicht gemacht, aber ich habe es auch schon länger überlegt, da ich glaube, das ist ziemlich sinnvoll, dass wenn du auch vielleicht deine Sachen beschriftest, also mit Seitenzahlen beschriftest und dann vorne so ein Register hast, ich glaube, das kann auch nochmal sehr, sehr gut sein auf mich. Ja, brauche ich das glaube ich erstmal nicht, aber vielleicht mache ich das sogar noch. Aber jetzt weiter zu meinem Organisationssystem. Ich nehme in die Schule immer diese Tasche hier mit, aber ich überlege, ob ich bald meinen richtigen Rucksack kaufen soll, da ich eigentlich einen Rucksack schon komfortabler finde und auch ein bisschen praktischer finde. Also ich habe diese Tasche in der 8. Klasse geschenkt bekommen, glaube ich, und da fand ich es
ist halt ziemlich cool, weil irgendwie alle hatten so eine Tasche und dann habe ich halt auch eine bekommen und dachte mir so, ja, voll cool. Aber mittlerweile ist mir eigentlich egal, wie das aussieht, sondern für mich ist das Praktische im Vordergrund. Deswegen überlege ich mir, ob ich bald einen richtigen Rucksack kaufen soll. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, da ich auch nicht unbedingt nur einen Rucksack kaufen möchte, weil ich ja schon was habe und ich möchte nicht was kaufen, was ich dann vielleicht gar nicht unbedingt brauche. Deswegen bin ich noch ganz am Überlegen, wie ich das Ganze machen soll. Aber ich denke, ein Rucksack ist schon eine gute, nachhaltige Investition. Und by the way, möchte ich bald einen What's in my school bag Tag drehen. Also das Video kommt auch sehr bald noch online, was in meiner Schultasche eigentlich alles so drin ist. Und vor meinem Schulbeginn habe ich dann auch noch meinen Schulordner auf meinem Laptop ausgemistet. Denn ich habe da so einen Ordner gehabt mit einigen Dateien für die Schule, was jetzt auch durch das Homeschooling des letzten Jahres extrem vollgemüllt worden ist. Und deswegen war es sehr gut, dass ich dann mal alles irgendwie gelöscht habe, was ich nicht mehr gebraucht habe. Ich habe eigentlich fast alles gelöscht und ich hoffe sehr, dass meine Lehrer das nicht irgendwann nochmal sehen wollen, weil es weg ist für immer. Aber naja. Der nächste Punkt sind Hausaufgaben und Lernen für Tests. Und habe ich mir da so eine Strategie überlegt. Strategie. Das ist eigentlich immer eine wirklich Strategie. Aber ich habe mir das so gedacht, dass ich dieses Schuljahr alles Schulische unter der Woche fertig kriegen möchte, damit ich am Wochenende Zeit habe für YouTube oder auch für meine Freunde und für persönlichen Krams einfach. Und deswegen möchte ich halt Hausaufgaben sofort machen, wenn ich sie bekomme. Vielleicht sogar irgendwie in der Schule, in irgendwelchen Pausen oder Freistunden machen. Und lernen möchte ich eigentlich auch unter der Woche nur. Also ich denke mal, dass es vielleicht nicht immer klappt. Also dass ich bestimmt irgendwann mal an einem Sonntag oder sowas lernen muss für Montag, wenn ich am Montag eine Arbeit habe. Dann ist es schon klar. Aber sonst möchte ich versuchen, alles unter der Woche zu machen, damit ich am Ende alles frei habe. Jetzt kommen wir zum Thema Lernzettel und Zusammenfassungen. Und zwar habe ich mir auch was ausgedacht für dieses Jahr, dass ich einfach für jedes Thema, was wir in der Schule haben, eine kleine Zusammenfassung schreiben möchte. Und das Ganze möchte ich auch digital machen, damit ich es einfach besser behalten kann und irgendwie besser sortieren kann. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie das klappen soll, ob ich das durchziehe das ganze Jahr. Aber ich denke schon, dass es sinnvoll ist, so die Sachen auch mal zu behalten ein bisschen. Vor allem, weil ich jetzt ja auch MSA schreibe dieses Jahr. Also in Berlin-Brandenburg muss man noch diese Prüfungen machen, um sein MSA zu bekommen. Und dann schreibe ich in 2 Jahren Abitur. 2 Jahren? Ja. Und deswegen ist es, glaube ich, schon ziemlich gut, dass ich vor allem in den Hauptfächern wie Mathe, Deutsch, Englisch mal so Sachen behalte einfach und so Zusammenfassungen aufschreibe. Weil ich halt nie Lernzettel mache. Ich lerne nie, indem ich was anderes aufschreibe. Ich lerne immer nur, dass ich mir alles angucke und hefte ich das ab. Also habe ich das eigentlich gar nicht mehr irgendwo, sondern nur in meinem Kopf. Und das möchte ich halt jetzt ändern, weil ich es besser finde, wenn ich die Sachen wirklich nochmal aufgeschrieben habe. Und das möchte ich jetzt digital machen. Ja. Falls dich das Thema Lernen, Organisation und Produktivität interessiert, dann guck dich gerne mal auf meinem Kanal um, denn auf meinem Kanal geht es eigentlich genau um diese Themen. Also abonniere doch sehr gerne meinen Kanal und aktiviere auch die Glocke, falls dich dieser Content interessiert. Und das war's auch schon mit meiner Organisation für dieses Schuljahr. Schreib mir gerne mal ein paar deiner Tipps oder ein paar deiner Systeme in die Kommentare. Es würde mich sehr, sehr freuen. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls dir mein Content gefällt. Und dann hoffe ich, dass wir uns sehr bald wiedersehen. Hab noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.